Herzlich willkommen. Erster Tag hier in Wolfach. Gestern sind wir angekommen. Gestern haben wir nur ein bisschen in der näheren Umgebung ein bisschen was abgetastet, mal geguckt, was geht. Haben uns noch ein bisschen leckeres Essen gegönnt und heute sind wir hier auf dem Spitzfelsen. Erster Tag. Ich werde jetzt die Tage, wir haben 3 Tage, die wir hier verbringen können und wir werden uns noch einiges anschauen und die werde ich euch dokumentieren. Viel Spaß dabei. Willkommen in Wolfer. Ah, das ist schön mit dem Nebel, echt morgens. Dann habe ich dann keine Möglichkeit, dir hinterherzukommen. Ach so, ich filme schon. Ja, ist ja rot. Leuchtet ja rot, gell? Oh, warte. Moment. Kein Stress. Richtig schön, was haben wir hier? Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Wollen wir mal gucken, ne? Direkt das erste, was man inspizieren kann hier. Ich weiß nicht, ob das hier kann man reingucken. Ist das offen? Nein, da ist nichts mehr offen. Auf jeden Fall gibt es hier einiges zu erkunden, aber da gucken wir später beim Rückweg nochmal. Das ist direkt, wenn man hier reinläuft schon. Jetzt wollen wir erstmal weiter gucken. Viel Spaß und schön, dass ihr dabei seid. Ein kleiner Blick über die Ortschaft hier, ne? Aber hier kannst du halt sich hinstellen und so ein bisschen so ein... Der Aussichtspunkt. Ja, genau. Der Aussicht von Wolfach. Irgendwo da oben müssen wir hoch. Herrlich. Meine Frau sagte gerade, hier gibt es überall Maronenschalen. Das finde ich echt mystisch. So, hier wäre schon mal die erste Bank, auf der man eine kleine Rast einlegen kann. Aber dadurch, dass wir gerade losgelaufen sind, weiter geht's. Da hätte man da hinten so hochlaufen können, egal. So, ab hier wird dort oben der Wald ein bisschen dunkler. So wie es mir gefällt. Ja. Total. Und wir haben echt Glück, wie ihr seht. Dort vorne sieht man den Nebel richtig im Tal. Er steckt richtig im Tal drin. Aber wir sind hier ein bisschen oberhalb und sieht einfach super aus. Kriegen auch noch Sonne ab. Ja. Richtig Hammer. Wie gesagt, da oben, da wird der Wald schon ein bisschen dunkler und da freue ich mich total drauf. Ich bin hier total gespannt. Richtig toll. Der Farn und so. So cool. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie die Luft gut ist. Einfach genial. Ich hoffe, ich kann das alles mit der Kamera so einfangen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich selber, mit dem Auge sieht man das noch ein bisschen anders. Aber es sieht einfach mega aus. Ich bin mal gespannt auf oben.
da unten sieht das so aus, als wäre schon ewig keiner mehr hier gelaufen. Hier geht's ja wieder. Jetzt nur die Frage, das sind also Zwischenwege hier. Ah, hier steht sogar dran. Und darunter geht es dann wieder nach Wolfach. Ja, mal gucken. Den Weg wählen wir nach unten. Später wieder zurück. Vielleicht. Mal gucken. Hier oder hier hoch? Ich denke, wir gehen den Weg. Keine Ahnung, was das ist. Wir haben gerade festgestellt, die sind im Schwäbischen, sagt man, A-gammelt, glaube ich. A-gammelt, B-gammelt oder C-gammelt. Viele Brombeeren. Wahnsinn, das ist wie bei uns. Im ja, Welt. Dicht zugewachsen. Ja, wie bei uns, ja, ja. Dass hier auch Bärzecken sind, wie jetzt da am Schluchsee, wo jetzt dieses Moos so extrem verbreitet war, mit dem Blaubeersträucher. Das ist ja so unterschiedlich alles. Ja, das sieht krass aus. Ne? Voll. Und wie dick der Baum. Da geht es wieder runter. Da wollen wir nicht, noch nicht hin. Nee, wir gehen nachher dann die Wege wieder runter. Also, wir laufen jetzt weiter hier auf dem Otto-Bührer-Weg. Hier geht's. Wir haben uns sogar echt Weg gespart. Querfeldein. So ein bisschen. Und echt super schöner Pfad hier. Ich zeige euch das mal. Aber anstrengend mit der Raucherlunge unterwegs zu sein. Ja, so ist das. Und auf diesem Wege möchte ich mich gerne da draußen bei euch bedanken für eure vielen netten Kommentare. Ich habe diesen YouTube-Kanal noch nicht lange und freut mich auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich einschaltet. Puh, Junge, Junge, jetzt habt ihr was zum Schlapplachen hier. Boah, Alter, aber schön. Da lohnt sich die Anstrengung. Ah, hier geht auch noch so ein kleiner Weg. Super schön. Ich drehe euch jetzt mal rum und dann zeige ich euch den schönen Pfad hier. Also. Der schlängelt sich hier richtig toll hoch. Mag das ja. Voll cool. Moos. Ohne Moos nichts los, ne? Aber cool. So, zeige ich euch hier noch ein bisschen von dem richtig schönen Pfad, den wir hier hochlaufen. Schaut euch das an. Das ist der Wahnsinn. Richtige Herbststimmung. Die Blätter, die hier rumfliegen. Und wie gesagt, dort unten im Tal steht immer noch der Nebel. Wir sind einfach überm Nebel. So muss das. Über den Dingen stehen, ne? Das muss ich euch einfach zeigen, diesen Weg hier. Das sieht so süß aus. Da ist wieder der Meckervogel.
Oder vielleicht sagen die auch nur guten Tag. Man weiß es nicht. Na? Auf jeden Fall werden wir beobachtet. Die wissen, dass wir hier sind. Ah, cool. Dadurch, dass ich ja gesagt habe, dass dort unten irgendwo im Tal die Steinklopferei ist. Aber die haben immense Eintrittspreise so. Da haben wir nicht wirklich Bock drauf. Um ehrlich zu sein. Gucken wir einfach hier mal. Ich meine, ist ja so. Oh, das sieht cool aus. Wachsen. So. Aber wir haben auch so Glück, ne? Wir haben auch so Glück. Nee, hier liegen halt überall Steine durch die Gegend so. Und wer hat's als Kind nicht gemacht, Steine gesammelt, hä? Seid ehrlich, wir haben alle Steine gesammelt. Guck mal, was wir hier für tolle Steine finden und mitnehmen werden. Ja. Da vorne sieht man wieder diese Spezies der YouTuber im Wald. Schrecklich. Überall findet man sie. YouTuber im Wald. Da wäre ich fast über den Hauseingang gelaufen. Mäuschen oder so, ne? So, anstrengend, aber wir sind oben. Wir haben es geschafft. Mal gucken, was jetzt hier zu finden ist, ne? Puh. So. Ah ja, guck mal hier. So. Cool. Hammer. Gehen wir mal da hoch, oder? Wow. Genial. Ich muss noch mal da vorne, weil hier stehen immer diese Zäune rum. Gehen wir mal hier hin. Und gleich da oben. Das finde ich ein bisschen hässlich. Da muss man sagen, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben sie hier 5 so hässliche Windräder eingebaut. Mal ehrlich, für was soll das sein? Für wie viel Strom soll das sein? Naja gut, man verschandelt halt die Natur. Das wird wahrscheinlich hier die Wolfach sein, die sich hier durchschlängelt. Nehme ich mal an. Da hinten, ich weiß nicht, ob man sieht, da befindet sich auch noch ein bisschen Nebel so. Der da runterzieht. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal da hoch. Den Ausblick genießen. Hallo, ich bin der Oskar vom Spitzfelden. Meine Waldfreunde und ich lieben einen sauberen Schwarzwald. Ich auch, auf jeden Fall. Mal gucken. Oh, das ist ja der Knaller. Die ist ja sogar offen. Wow. Cool. Direkt die Tür zugeschlagen. Das ist ja der Knaller hier. Und hier kannst du ja fast eine Waffe pennen, so, ne? Kannst du deine Kamera haben, oder? Mhm. Guck mal, hier ist ein Ding. Da kannst du gucken, was ist denn hier. Super gut. Die Bogenesen kannst du auch schauen. Oh, also wahrscheinlich in die Richtung halt. Drei machen, wenn wir es so machen. Da haben sie die Tannenbäumchen aufgeforstet. Ne? Tätige Liebe heilt alle Wunden. Bloße Worte mehren nur den Schmerz. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du zum Sonnenuntergang hier bist, sieht es der Hammer aus. Das finde ich ja jetzt schon klasse so. Ich lasse das die Jacke an, wenn ich es.
richtig cooles Wetter, ne? Noch, oder? Ja, ja, schön auf jeden Fall, ja. Definitiv. Also zum Fotografieren natürlich nicht so. Doch, weil das ist voll die Action so. Nee, nee. Weil natürlich die Sonne sehr blendet und so, ne? Aber trotzdem, also ist mir auch egal, ich muss ja nicht immer Foto machen. Ich habe ja Video gemacht und sieht auch schön aus. Toll, ja, mit dem Nebel und so in dem Tal. Guck mal. Super. Vor allem hier ist Haussach. Guck mal, wie nah das eigentlich dran ist, da hinten der Aldi und der Lidl. Wir müssen aber einmal hier so um diesen Berg rumfahren, hier vorne, und dann fährst du hier wieder zurück. Um ach, das ist Hausach oder was? Das ist Hausach. Du musst dir überlegen, hier ist Wolfach und hier ist Hausach, habe ich auch gesagt. Und du musst hier um diesen Berg rumfahren. Mhm. Hier fährst du rum. Also ich denke mal, ich weiß nicht, ob es um den ist. Wahrscheinlich, da, ja. Oder ganz dahin. Nee, das ist hier. Ja, ja. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich gestern. Wir sind auf dieser Schnellstraße gefahren. Genau. Und dann kommst du da hin, gell? Guck mal, so haben die früher gebaut. Aber süß auf jeden Fall, ja. Auch jemand nach oben verirrt. Wie lange die wohl bis hier hochgebraucht hat? 25 Jahre bis auf den Spitzfelsen. Der Blick in die Vogesen. So, hier noch was für die Biker. Ihr könnt mal nachlesen. Das ist der schmale Trail hier, der Westweg hier runter. Hier rennen die wahrscheinlich die Wiese runter. Und dann geht es hier ab ins Tal. Vielleicht ist die Thermik gut. Keine Ahnung. Hier geht's oben, zieht's voll. Mhm. Boah, da war mir jetzt gerade kalt. Gerade wieder angezogen. Hast mal geschimpft, dass einem heiß ist, ne? und oben ist frisch und windig, ne? Ja, mir war auch so warm. Ich finde das so geil. Flauschig, Alter. Und dann die Steine. Wie alt das sein muss, echt. Da muss man sich mal vorstellen. So. Da sind wir Menschen ein Witz gegen, Alter. Und da oben wohnt jemand. Das ist ja nice. Das ist gut. Genau. Lecker. Ja? Mhm. Vom Aldi. Die Farben hier, Alter. Gölle Alav, Rot und Wies, überall, sogar im Schwarzwald. Voilà. Ganz schön rutschig hier, aber das ist echt lecker. Voll. Das ist eine Spinne, stimmt. Mhm. Ups. Schnell wieder runter. Oder will die da, oder isst die so welche? Ich habe keine Ahnung. Essen die sich gegenseitig? Keine Ahnung, Ameise. Wahrscheinlich. Ameise isst Spinne und Spinne isst Ameise. Mhm. Guck doch mal da.
Da wachsen Teebeutel. Muss die Leute, die Penner, alles hier reinschmeißen, Bierdeckel. Wer schmeißt Alufolie da rein? Echt? Die zu faul sind, sich die Sachen einfach im Müll. Guck mal, das habe ich gerade aus so einem Ding rausgefischt da drin. Ja, obwohl da vorne im Müller noch steht. Ja, wirklich. Katastrophe, echt. Guck mal, schon wieder. Lolli. Katastrophe. Dass sie ihren Kindern noch nicht mal beibringen, dass man den Scheiß einfach nicht in die Natur schmeißt. Ist ja wohl nicht so schwierig, oder? Mhm. Keine Ahnung, die haben sogar noch einen Mülleimer aufgestellt. Wir hatten schon Plätze, wo kein Mülleimer war, weißt du? Dann nimmt man es halt wieder mit. Ja, steht da extra drauf. Ja, gehen wir mal runter, oder? Ich finde mal irgendwas cool.